nach dem ja, Krimi der Galaxy gegen die Sea Devils. Der Head Coach saß eben in der Unterhose noch in der Kabine, hat er kurz den Job übernommen. Kurz ein Statement zum Spiel, wie hast du es gesehen? Ja, oh, schwierig. Schwieriges Spiel, hart gekämpft. Also für uns gegen am Anfang gleich, wir kommen raus, scoren natürlich, ist natürlich immer gut, aber danach haben wir einfach keinen Rhythmus gefunden. Na, three and out, haben irgendwie keine Lösung gefunden, den Ball zu bewegen. Dann verletzt sich Preston, ich muss rein, komm raus, scoren gleich, war natürlich gut für uns, fürs Momentum. Leider kam dann die Halbzeit, starten in die Halbzeit rein, fumblen, zwei Interception, fumble. Hilft natürlich nicht, unsere Defense hat stark gespielt, aber irgendwann ist sie dann auch gebrochen. Und dann gegen Ende, ja, sind wir so konservativ einfach im Playcall geworden, weil wir haben keine Lösung mehr gefunden. Und viele Verletzte, Starting Quarterback, Starting Running Back, Starting Center, Starting Left Guard, alles raus und das ist dann wirklich schwer, dann die Lücken irgendwann zu füllen. Ja, und demnach sind wir am Ende dann, knapp verloren. Thomas, keine Lösung gefunden, das ist ja Kompliment dann an euch, dein Zentrum. Ja, in dem Fall dann schon, aber uns war klar, dass das eine Defense-Schlacht wird. Also zum einen, und das kommen ja bestimmt auch Fragen in die Richtung, aber unsere Quarterback-Situation ist ja bei weitem nicht perfekt und die hat sich so auch keiner gewünscht, dass Jacob sich in der ersten Halbzeit gegen Winefire verletzt, das geht inzwischen, wenn man Jacob jetzt wieder sieht, mit einem verschiedenen Quarterback im 5. oder 6. Spielauflauf. Das Football kann man nicht betrügen und es braucht Timing. Er hat die erste Woche dieses Jahr, diese Woche trainiert, weil vorher durfte er es nicht, weil er auf der Injury Reserve war. Da hat man ja schon gemerkt, das Timing ist nicht da, was es sonst ausmacht. Die Würfe zu weit nach hinten, vielleicht die Receiver auf den falschen Steps, weil Steve ein anderer Quarterback ist. Also wir gingen schon rein und wussten, das wird ein Defense Battle. Wir haben einen katastrophalen Start hingelegt. Der muss ja auch meine Karte nennen, das war ein Call, wo wir uns nicht sicher waren. Und dann läuft der Receiver frei in die Endzone. Danach haben wir uns ein bisschen gesettelt, dann kam ein überragendes Play hier von Moritz noch. Aber in der Halbzeit waren wir uns eigentlich bewusst, wir müssen jetzt einfach runterfahren und vor allem müssen wir der Offense das Gefühl geben, dass wir sie zurückbringen. Und das ist natürlich dann mit dieser Turnover-Folge passiert. Das ist so ein bisschen die Magie, die dieses Stadion bringt. Das Gefühl ist, wenn wir dieses Momentum haben und es ausreizen, dann passieren verrückte Dinge. Das hatten wir auch schon gegen Köln im 3. Quarter. Und die Mannschaft trägt es dann. Dass die Offense irgendwann zurück ins Spiel kommt, war unsere Hoffnung. Hat dann ja auch geklappt mit ein paar Drives. Wir haben das Leben schwer gemacht, aber ich muss auch sagen, ab dem 14-14 ein paar, und das ist gar keine Kritik, aber zum Beispiel am 3. und 10, wo ihr dann einen Lauf gecallt habt, das war so für mich so, okay, das ist halt eine Aufgabe, aber das war schon interessant. Und in dem Moment habe ich eigentlich gesagt, okay, jetzt holen wir es uns. Jetzt, das war auch für mich ein mentaler Push nochmal, dass ich sage, an irgendeinem Punkt haben wir sie vielleicht jetzt auch im Griff, wobei Verletzung vom Quarterback und Gefühl in der zweiten Halbzeit fast bei jedem Drive lag, eine andere Verletzung wurden. Und das ist diese Toughness, die diese Liga halt mit sich bringt. Es ist ein physischer Sport, es spielen bessere Athleten gegeneinander und wir hatten es auch schon thematisiert. Dieses Spiel hat Hamburg viel getroffen und wir haben das dann, ja, es war ein richtiger Arbeitssieg und irgendwann konnten wir dann physisch, glaube ich, dominant auftreten und haben gespielt. Zwei Interceptions? Ein. Und Thomas hat es ja auch irgendwie schon mal gesagt. Am Anfang hatte man so das Gefühl, ihr kriegt noch nicht so den Zugriff aufs Spiel, aber hinten raus wird es immer besser. Wie hast du so die Entwicklung des Spiels gesehen? Ja, wie Gott gerade gesagt hat, ich meine, gerade hier in der Purple Hell haben wir einen riesen Heimvorteil, wenn wir das Momentum auf unserer Seite haben, dann läuft es halt. Und das ist ein Defense-Schlacht, das war uns also bewusst. Und wer am Ende die meisten Turner, was auch in der Offensive beste Spielposition gibt, oder Feldposition, der macht der holt sich den Sieg. War sehr knapp, war sehr umkämpft, hätte in beide Richtungen ausgehen können, wir sind glücklich. Und gut Job an Hamburg hier in der Purple Hell, so erstmal die erste Halbzeit loszulegen und auch an den Quarterback hier drüben. Schönes Play. Ja. Das Play Calling, ich will nicht sagen, aber ich stimme dem Coach Gay zu. Im 3. und 10. das hat mich echt überrascht. Ob es daran lag, weiß ich nicht. Eure Fragen? Ich würde die Halbzeit interessieren. Ich habe das von oben gesehen. Sind da gar nicht mitgegangen, sind Coach in die Kabine, sondern erst einmal den größeren Stamm der Coaches des Teams eingeladen haben zu einem Gespräch und dann zu einem kleineren Kreis. Und ist da der Puls ein bisschen höher gewesen, da es gerade nach der ersten Halbzeit ja halt eben so ausgegangen ist, wie ich es gerade gesagt habe? Was haben Sie zu denen gesagt? Also generell war es ein normaler Ablauf, wie wir sonst hatten, aber ich war schon stinkig.
Aber mir geht es dann mehr um diese Penalties, diese Pre-Snap-Penalties, die einfach nur noch nervig sind. Und wir adressieren das jede Woche, aber das wird uns irgendwann, ich kann mich nur wiederholen, richtig das Bein stellen. Du kannst dich gegen so eine Defense stellen, die erste und 15 haben, zweite und 15. Und mir geht es vor allem um die Offside. Manchmal geht es in der Halbzeit bei mir und ich muss dann einfach mal umschreiben, meine Emotionen runterkriegen, das runterfahren. Da ist so viel Stress auch im Kopf und so. Das wissen die Jungs aber auch schon. In der Halbzeit war ich dann wieder ganz ruhig. Und wie gesagt, es hilft ja nichts. Wo ich sehr stolz bin, dass wir ein Four-Quarter-Football-Team sind und wir kriegen keine Panik. Das haben wir uns seit dem Finale 2021 an irgendeinem Punkt erarbeitet. Und zu keinem Punkt sieht man Fingerpointing oder auch, was machen die so. Und jeder ist fokussiert. Und das ist eine Riesenstärke, die wir jetzt schon eigentlich seit letztem Jahr auch immer wieder zeigen. Wir finden Wege zu gewinnen, egal wie knapp es ist. Es wird nicht immer klappen, aber das macht einen dann schon stolz, dass wir gegen Ende irgendwie das gewisse Extra nochmal zugeben können. Kurz Frage an beide, wie sicher wart ihr euch, dass Ryan das hier macht am Ende? Und vielleicht auch schon mal kurz ein bisschen Special Ich hätte es nicht gekonnt, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, was heißt sicher. Das sind so Bauchgefühle, ich habe es vorhin schon gesagt, es geht auch ein bisschen um den Eindruck, den man von Spielern hat auf dem Feld. Wir reden ja dann viel. Ich habe dann auch mit Jacob, ich war da beim Offense-Play-Call bei der Timeout, dann kriegt man auch ein Gefühl, sind wir gerade so, dass wir vielleicht den Ball driven oder fühlen wir uns gerade sicher, auf den Field-Goal zu gehen. Der Ryan hat die Qualität, das ist nicht die Frage bei uns, was er ist, die Transition heute, Snap, Hold und Kick. Aber er hat jetzt schon ein paar Mal auch in den letzten Jahren gezeigt, dass er das kann. Und für mich, da war überhaupt kein Zweifel, dass wir dafür ein Fico gehen. Dafür ist er zu gut. Ist er konstant genug? Da sind wir noch nicht. Aber in so einer Situation, was soll ich machen? Eine Hail Mary werfen oder so. Das ist die beste Chance zu gewinnen, dann nehme ich ihn. Zu den Special Teams, ja. Wir arbeiten viel dran, sind aber auch mit Verletzungen, kommen immer neue Spiele rein und die Special Teams sind immer noch ein bisschen stiefmütterlich und das sieht man halt auch. Ich glaube, das ist die größte Diskrepanz, die man hat. Wir haben keinen Vollzeit-Punter, das ist der Henrik Schwarz, der Receiver ist. Wir haben keinen Vollzeit-Snapper, das ist unser Fullback oder unser Center. Wir haben keinen Vollzeit-Holder und so und das sieht man halt und das braucht ein bisschen, ja, gerade bei dieser Transition. Ansonsten, wir versuchen schon viel zu trainieren, aber wir trainieren 2-3 Mal die Woche. Es ist wirklich schwer und das merkt man dann. Ansonsten müssen wir. Ja, ich glaube jetzt, ich weiß nicht, was da anspielt, Kick-Off-Return-Pump oder so weit, okay, glaube ich. Ja, es geht jetzt vor allem um die Kicks, die fallen halt am meisten auf, ja. Das wissen wir. Aber es ist generell, glaube ich, in der Liga so, dass da ganz wenige Teams wirklich richtig gut sind. Und das liegt halt vor allem an der mangelnden Trainingszeit. Auch erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich habe eine Frage zum ersten Quarter, zu einer Spielszene. Da ist neben uns Coach Summe aufgesprungen und rund am Schwefelrand gerannt, jetzt gar nicht so, nur mal die Einschätzung. Wir hatten beim ersten Heimspiel ja die Szene, wo euch ein Down geklaut wird quasi, oder geklaut wird von den Schiedsrichtern. Und jetzt heute die Szene, meine Einschätzung zu den Schiedsrichtern. Kann man das übersehen? Sollte sowas passieren? Darf sowas passieren? Also, das muss ich glaube ein bisschen relativieren. Da ging es um einen Spieler, der wohl eine Concussion, Verdacht auf Concussion hatte. Was Commissioner Isume da gemacht hat, der hat von oben gesehen, dass der Spieler wohl nicht bei sich war und so ein bisschen getorkeltet. Deswegen hat er interveniert. Es ging, glaube ich, ein Cornerback bei euch. Und da muss ich sagen, kann ich das verstehen. Also, wir wollen, die Safety ist wichtig, Concussions sind ein großes Ding. Und da ging es ihm einfach nur darum, der Spieler ist gerade nicht spielfähig. Das hatte jetzt nichts mit den Schiris an sich zu tun, weil wir haben extra Injury Spotter und auch Head Injury Spotter. Beide Teams haben das und da gab es wohl, warum jetzt auch immer, wurde das nicht gesehen, aber deswegen ist er eingeschritten. Ansonsten, wie gesagt, die Refs sind Teil dieser Liga und ich glaube auch für sie, das sind auch keine Profis, ganz im Gegenteil. Und die Teams werden mehr, sie werden immer mehr gefordert, die haben keine Ahnung, wie viele Spiele. Und natürlich ist es frustrierend, aber jetzt muss man fairerweise sagen, kein Ref beschwert sich über mich, wenn ich ein schlechtes Playcall mache oder über einen Quarterback in eine Interception wird. Und wir sitzen hier immer schön und können machen, bam, bam, bam. Ist alles gut. Also wir sind in vielen Austausch, auch nach den Spielen, es werden Fehler besprochen. Und wie gesagt, das mit dem Down ist ein Ding, das darf nicht passieren, das ist klar, das hatten wir aber auch thematisiert, was wir mit Commissioner Summe hatte, dann jetzt nichts direkt in den Rest. Weil er halt das noch nachfragt, er saß halt ganz oben in der obersten Reihe und hat das quasi gesehen mit fachlichen Augen. Ja, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er auch ein emotionaler ist und wenn er gerade darauf achtet und sieht das, dann ist er so. Also für mich war es jetzt auch keine Distraction, ich habe gedacht, okay, was ist los, aber als es um die Concussion ging, das ist eigentlich nicht richtig. Da sagt auch keiner was. Na, nächste Woche spielt ihr gegen Paris. Wie schaut ihr auf das Spiel oder wie wollt ihr euch vorbereiten?
genauso wie für alle anderen Spiele, aber Paris ist ein ganz wichtiges Spiel, weil dieser Sieg heute war für uns wichtig und wir wussten, dass Hamburg eigentlich schon im Rücken zur Wand steht. Gerade in der Division mit vier Niederlagen wird es schon hart, aber für uns geht es jetzt darum, wenn wir nächste Woche das verlieren würden, dann ist dieser Sieg schon fast nichts mehr wert. Also wir werden denselben Fokus reinmachen, wir wollen die Welle weiter reiten, wir sind jetzt 5 Spiele in Folge umgeschlagen und gerade diese Spiele Hamburg, Paris, da darf man nicht stolpern. Ja, und von daher, es wird eine kurze Woche, wir fahren Samstag schon nach Paris, klar. Aber wie gesagt, im Moment, wenn man gewinnt, ist alles ein bisschen schöner und ich gehe davon aus, es wird eine gute Trainingswoche. Dann wurde es ja vorhin schon erwähnt, dass es einige verletzte Spieler gibt, auch schon in den letzten Wochen, auch in anderen Teams. Habt ihr im Training schon präventiv ein bisschen was verändert, wo ihr sagt, okay, wir müssen auf die und die Aspekte mehr achten oder das ein bisschen umstellen, um vielleicht das Ganze vielleicht versuchen zu umgehen, dass viele ausfallen? Ja, wir hatten diese Thematik erst bei Football jetzt am Mittwoch und da kann Moritz auch was dazu sagen, wie sie es hindern. Wir ziehen im Moment gar keine Pads mehr an. Ja, also das ist wirklich komplett ohne Kontakt, weil wir keine Kontaktverletzung mehr gebrauchen können. Das Level ist jetzt zu hart. Wir müssen natürlich gucken, kann die O-Line und D-Line das verkraften, man könnte sie auch ab und zu mal in Pads stellen, aber das Problem ist die Regeneration, die einfach in dieser Liga noch nicht gegeben sein kann, weil jetzt auch morgen, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, aber manche Spieler kommen erst um 12 Uhr heim und müssen morgen um 6 wieder arbeiten. Das heißt, uns fehlen eigentlich die Tage Montag und Dienstag, die es in der NFL gibt, um die Spieler richtig regenerieren zu lassen, dass sie in den Kältebad gehen, dass sie sich stretchen, dass sie Yoga machen. Und das ist das Problem, was, glaube ich, der Punkt mit der steigenden Qualität ist, dass man inzwischen gegen Athleten spielt in jedem Team, dass jedes Team competitive ist. Das heißt, die psychische Anspannung wird auch mehr, die physische Anspannung oder die physische Leistung wird auch höher. Und deswegen kommen diese ganzen Verletzungen zustande. Also wir sind meiner Meinung nach am Rande, was man mit Amateurs und professionellen Spielern in diesem Sport machen kann. Das ist mein Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie wir hier trainieren. Ja, bei uns ist es auch so. Also wir haben auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Heute sind noch mehr dazugekommen. Wir haben zum Glück eine Bye-Week nächste Woche. Aber bei uns ist es genauso. Also wie Coach sagt, wir müssen auch teilweise arbeiten. Wir haben wenig Zeit zur Regeneration. Meeting jeden Tag oder Training. Ja, da sind auch keine Pads an. Definitiv nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, du hattest direkt die Sache auch nochmal fragen wollte. Nochmal kurz die Frage, die Defense von Hamburg, ja. Ihr habt da zwei Bullen drin, das ist ja der Hammer. Ja. Ich meine, ich war selber mal Open Start. Ja. Also ganz ehrlich, mit denen zusammenzurasseln, da hätte ich echt ein Problem gehabt. Ja. Ich denke mal, da ist ein Laufspiel bei solchen Leuten nicht machbar. Ne? Also ich würde ich nur werfen, oder? Das ist schwierig umsetzbar. Macht es schwierig, aber die haben ja auch den besten Pass-Rush, also in der Statistik, den besten Pass-Rush der Liga. Das wird dann noch schön zu spielen. Thomas, kannst du noch mal was zu der Szene mit dem Jacket sagen, als der Jacket raus ist? A, es gab eigentlich keine Diskussion, ob es ein Foul oder nicht. Und was hat er da gemacht? Oder so an seinem Knie, hast du da irgendwie, kannst du da irgendwelche Informationen geben? Also das sage ich dir so nicht nur, weil wir dann gewonnen haben. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das nicht als Personal Foul zu verhalten. Jacket ist mit seiner Schiene hängen geblieben. Ja, er hat ja so eine Knieschiene und irgendwie bei dem Schritt hat sich da irgendwas verkantet und er ist hängen geblieben, deswegen sah das komisch aus. Der Defensivspieler von Hamburg hat alles gemacht, um ihm auszuweichen. Ich meine, ich hätte die Flagge auch genommen, so das nicht, aber das war meiner Meinung nach der richtige Call. Und Jacob musste nur noch die Schiene wieder richtig richten, ja, weil wie gesagt, auch 100% ist er noch nicht. Das sieht gut aus, ich fand es gut, aber das war der Punkt. Okay. Aber die Reaktion sah auf dem Feld anders aus. Ich habe so das Gefühl gehabt, er wollte noch nicht mal mit ihm reden. Also wenn es die Szene ist, die ich Kopf habe, da hat er sich noch nicht mal mit dem Hamburger Spieler unterhalten wollen. Hat abgewunken, hat gesagt, lass dich hier hin. Das gehört dazu, das sind Emotionen. Okay, also es sah so aus, als ob er wesentlich mehr in Schmerzen sei und hätte als... Vielleicht auch wegen dem Knie, ne? Also es war eine komische Situation, wenn er hängen bleibt. Das muss dann gar nichts mit dem Spieler zu tun haben. Hätte er eine Berührung im Kopf stattgefunden, wäre es auch eine Flagge gewesen. So ist es nicht, aber das war jetzt kein Play, um ihn zu verletzen, sondern er bleibt hängen, er kommt im Sprint, er versucht auszuweichen. Okay. Aber ein bisschen Acten tut man ja auch. Eine Frage an Coach, war von sicher. In beiden Situationen bei den Touchdowns hat die Defense das Spielfeld extrem verkürzt. Das ist natürlich auch gerade, weil die O-Line aktuell so ausgeblendet ist, dann wichtig, dass die Defense eben auch die Vorarbeit leistet für die Offense. War das heute nochmal ein stärkerer Fokus auch darauf, genau wenn man das eben weiß, dass die O-Line sehr zu kämpfen hat und der Quarterback den Rhythmus zuletzt nicht hat?
Das heißt, die Defense, die Offense auch tragen muss einfach. Den Anspruch haben wir und das müssen wir auch haben. Also so kurz ging, wir haben 10 internationale Spiele, wir haben 6 in der Defense und 4 in der Offense. Also wir haben schon auch einen kleinen Vorteil, was das angeht. Aber natürlich muss man sich auf Spielsituationen einstellen. Als ich gesehen habe, dass die O-Line immer löchriger wird, natürlich bringt man dann noch mehr Druck oder sagt, ja gut, da wird schon irgendwas sein, wo wir durchkommen. Ja, und wie gesagt, am Anfang hat er sehr gut gemacht und wirft den Touchdown. Das kann dann auch eins dieser tollen Geschichten werden, wo jemand auf den Platz kommt und uns auseinander nimmt. Aber wir haben dann schon gemerkt, und das merkst du am Playcall, das merkst du an diesem dritten und lang, was hat jetzt eine Offensive noch in petto? Und als wir so gemerkt haben, okay, da kommt eigentlich nicht mehr viel. Und im Prinzip konntest du dann ansagen, dass sie jetzt nochmal einen Shot auf den Staley nehmen. Jetzt muss man sagen, Jay Liggins ist das perfekte Matchup zu dem Staley. Der ist groß, der ist athletisch. Und da haben wir uns schon sehr wohl gefühlt. In anderen Matchups haben sie kaum gezogen. Und da war uns schon klar, dass wir jetzt Stück für Stück eigentlich immer mehr abreiben von ihnen. Und das ist jetzt noch eine Frage der Zeit, ist. Ja, ich meine, wir spielen immer mit 100%, ja, können wir da wenig beeinflussen, egal wer unser Opponent ist, wir spielen mit 100%, aber du hast absolut recht, es war uns bewusst, dass wir das Spiel oder der Offense eine gute Feldposition geben müssen, die dann noch was kreieren, vielleicht scoren, das ist uns halt nicht geglückt, aber die Feldposition haben wir gekriegt. Das ist unser Mega-Glück, wir wollen keine T-Shirts holen. Der Punkt ist aber auch, wir haben schon mal ein Spiel in Braunschweig, damals im Halbfinale verloren, wo sich der Quarterback verletzt. Und es ist auch wichtig, dass man da ruhig bleibt. Ja, weil manche sind dann auf einmal, oh, der Quarterback ist verletzt. Das hat aber damit nichts zu tun. Zum einen ist er ein guter Quarterback, das wissen wir. Und da muss man vor allem mental ruhig bleiben, dass man jetzt nicht denkt, man muss auf einmal spezielle Sachen oder so machen. Nein, erstmal spielen, erstmal die kleinen Sachen richtig machen, dann gucken, was hat der Gegner jetzt gemacht. Moritz, eine Frage an dich. Ihr habt ja eigentlich 2 relativ erfolgreiche Saison hinter euch, außer jetzt das Finale. Und jetzt habt ihr relativ schlecht begonnen vom Rekord her. Wie ist die Motivation im Team? Oh, ist natürlich schwierig. Klar ist man mit der Organisation eher daran gewöhnt zu gewinnen. Trotzdem kommt ein Großteil der Mannschaft aus dem Hintergrund, wo man vielleicht auch mehr oder weniger mehr verloren hat. Also wenn ich mal an die Hamburger Teams denke, in der GFL oder auch in Kiel, wo man zuletzt nicht mehr so erfolgreich gespielt hat. Also wir wissen schon, wie man damit umgeht. Natürlich wird es schwierig sein, jetzt gerade auch nach der Niederlage heute, da das Team zusammenzuhalten. Aber ich fand die Energie heute während des Spiels gut. Also weder die Defense hat gegen die Offense gebitcht, obwohl es vielleicht eine kleine Grundlage gab, weil die haben echt stark gespielt und wir mit der Offense nicht. Auch innerhalb der Offense, wir hatten immer einen guten Vibe so und wir haben jetzt die Bye Week, das ist auch immer gut, sich ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und von daher denke ich, ja, habe ich da genug Vertrauen in die Jungs, so, dass wir uns da aufraffen, dass wir einfach wieder an die Sachen gehen, die wir gut können und dann gegen Köln in 2 Wochen dann wieder guten Football spielen. Ja, auch eine Frage Richtung Hamburg. Ändert es irgendwas an der Vorbereitung, dass ihr jetzt bei 3-4 steht und damit in einer starken Conference schon langsam die Playoffs ein bisschen außer Augen verliert? Also die Vorbereitung auf diese Woche war wie jeder auch. Ne? Wir wussten, worum es geht. Wir wissen auch aufgrund des letzten Spiels, was wir gegen Frankfurt hatten, haben wir natürlich eine offene Rechnung als Organisation. Und wir kamen natürlich hochmotiviert hier an. Dass wir das Ding dann am Ende so verlieren, ist natürlich schade. Aber ja, wir werden jetzt einfach uns auf Köln fokussieren. Erstmal eine Weile haben. Und werden wir dann schon wieder in die richtige Spur finden. Unabhängig davon, ob wir jetzt in die Playoffs noch kommen können oder nicht, ich kenne die Rechnung da alle nicht. Du spielst Football, mit mir spielst du gewinnen und darauf konzentrieren wir uns. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, doch. Eine Frage noch nach Frankfurt. Wird jetzt noch mit Leon Helm gefeiert oder? Ich meine, war ja heute ein Heiratsantrag. Also ich hoffe, dass der Junge genug Anstand hat mit seiner zukünftigen Feier und hoffe auch ein bisschen was springen lässt mit schönem Hotel und Essen und so. Ne? Also das wünsche ich dir vor allem, dass er nicht die Mannschaft dazu einlädt. Dann gerade noch, weil wir das Thema haben, wer wusste davon, wie viele Leute waren da involviert in diese ganzen Lunikson? Ja, einfach nur ja. Unser Team war involviert, aber halt alle nicht. Wir waren alle sehr, sehr ruhig da mit dem Thema. Es war wichtig, dass das nicht kommuniziert wird, aber es wurde intern schon besprochen. Wie lange stand das oder wie lange war schon bekannt? Ja, du musst mich nicht fragen, ich wurde letzten Dienstag darüber. Das ist auch ein Ding, was hier auch aufgearbeitet werden wird. Das können generell bin ich für sowas immer offen. Die Jungs müssen Spaß haben, die müssen das genießen, die investieren hier so viel. Ich
hätte mich nie dagegen gestellt, aber ehrlich gesagt hatte ich hier auch nichts zu sagen. Aber da bin ich auch schon dieses Jahr. Alles gut. Aber es war ja ein schöner Moment, glaube ich. Ich fand es auch mit der Kulisse irgendwie. Ich bin immer skeptisch bei so Dingen, aber irgendwie hat es an der Sideline sich gut angefühlt. Die beiden haben sich gefreut und dann ist es auch schön. Und vor allem sie wusste auch gar nichts. Davon hat auch nichts geahnt und auch als Leon auf einmal zum Kornklaus mit dazugegangen ist, da ist bei ihr in Anführungszeichen der Groschen immer noch nicht gefallen und letztendlich dann wirklich erst, als der Leon dann vorher aufs Knie gegangen ist und erst dann war ihr klar, was hier eigentlich gerade passiert. Christian, wer ist sie eigentlich genau? Wir wissen nur ihren Vornamen. Also Victoria Zimmermann, ja. Spielt bei den Saarland Lady Canes und ist zusätzlich auch noch Nationalspielerin und spielt an Positionen Wide Receiver und Tight End. Ich hoffe, ich drehe es jetzt nicht rum. Ich glaube Receiver bei den Canes und Tight End bei der Nationalmannschaft. Das ist ziemlich impressive. Ich habe es nicht rumgedreht. Respekt. Genau. Das ist jetzt die Frage. Ja, ich war auch involviert. Was? Ich habe eine Frage. Ich habe so eine große Frage da angekündigt. Naja, gut, dann frage ich sie jetzt noch. Könnt ihr bitte alle mal die Ohren zuhalten? Wie groß müssen die, du weißt schon, so eine Entscheidung am Schluss zu entscheiden, dass man nicht, vielleicht den Yard noch rennt oder auf jeden Fall nicht für einen Touchdown geht, obwohl man noch 2 Downs, glaube ich, hat? Ist das richtig? Ja, gut, ich hatte es ja schon gesagt. Das ist einfach viel Bauchgefühl und Intuition und man guckt die in die Gesichter der Spieler, kriegt ein Gefühl dafür, sind wir gerade in der Lage zu driven. Man muss ja auch sagen, nach dem 14-14 hat ja auch Hamburg wieder die Schotten dicht gehalten. Wir hatten mehrere 3-and-outs, selbst in der Goal-Line, das haben wir uns natürlich selber zu verbockt, aber ja, nochmal, wir sind ein Team, was sich nach Rückschlägen sehr schnell wieder fangen kann. Von daher war für mich, stand es nie zur Debatte, dass wir da nicht für das Ding gegen die Strafe hat geholfen, dass wir in eine gute Lage gingen, aber wir hätten auch von 35 Yards gekickt. Dann sieht es nach keinen weiteren Fragen aus. Dann danke ich euch fürs Dasein.